Als erstes wollte ich mal fragen, was ist so Ihre tägliche Motivation, dass Sie das Ganze jeden Tag können, also machen und so viel Zeit investieren? Also ich arbeite sehr gerne. Ich habe ganz, ganz tolle Geschäfte. Ich habe gute Mitarbeiter, die ich gerne mit ihnen zusammen arbeite. Ich bin eigentlich immer sehr motiviert, zum Gogo zu arbeiten. Okay. Und dann wollte ich fragen, wie viel das Sie dann ungefähr so arbeiten? Das ist unterschiedlich, aber ich stehe etwa um 5, Viertel, 5 Uhr auf. Und je nachdem, also heute wird es dann etwa 12 oder halb eins, bis ich daheim bin und im Bett bin. Also es sind so etwa einmal normale Tage. Das ist unterschiedlich. Ich muss sehr viel früh am Morgen gehen, bin sehr oft auch am Abend noch unterwegs. Aber es kommt ja darauf an, ob man es gerne macht. Oder alles, was man gerne macht, geht relativ ring, auch wenn es zeitintensiv ist. Und es ist ja nicht, oder ich sitze nicht am Computer 8 Stunden oder 10 Stunden, sondern ich bin unter den Leuten, ich bin einmal da, einmal dort. Also es ist sehr vielfältig. Und darum ja, fällt einem das nicht so auf, dass es oder andere sagen, das ist ja gar nicht zu schaffen, wenn so eine Veranstaltung sind, oder? Ja, und dann wäre noch, wie Sie in die Politik reingekommen sind. Also hat Sie das schon immer interessiert? Oder ist das auch von Ihrem Vater her Ihnen einfach gegeben worden? Oder ja, wie sind Sie da reingekommen? Ich habe mich immer sehr für Politik interessiert. Und zwar schon auch, weil wir daheim auch über Politik geredet haben. Und es hat so ein paar Schlüsselerlebnisse gegeben, wo ich einfach dann das Gefühl hatte, das interessiert mich, da will ich mitmachen. Und dann habe ich zuerst auch in so Jugendbewegungen mitgemacht, zum Teil auch in derjenigen, die meinen Eltern nicht so Freude gemacht haben. Habe einfach gerne ja, mich gewehrt und bin nicht eine sehr bequeme junge Frau gewesen. Aber ja, habe Spass gehabt, um mit anderen zusammen einfach auch etwas unternehmen und etwas machen und auch politisch probieren, mich bemerkbar zu machen. Und dann wäre noch Ihre Familie. Also, wie machen Sie das, dass Sie das alles unter einen Hut bekommen? Dass Sie genug Zeit für Ihre Familie haben? Also ich habe, als meine Kinder klein waren, das heisst bis sie in der Schule waren, habe ich vorwiegend daheim geschafft. Ich bin Anwältin und Notarin, habe ein Büro daheim gehabt. Das ist gut gegangen, ich habe viel in der Nacht geschafft, viel am Wochenende. Dann hat mein Mann geschaut zu den Kindern. Und je grösser sie geworden sind, desto mehr habe ich auch ausser Haus noch berufstätig sein. Und jetzt sind alle ausgefragen. Nein, mein jüngster Sohn, der ist in Bern am Studieren. Aber eine Tochter ist in Basel, eine ist in Luzern und ist sowieso alles anders. Okay. Zu der Wahl, wo Sie den Herr Bundesrat Blocher gestürzt haben, wenn man dem so will sagen. Ja, ja. Die anderen, das haben Sie recht, ja. Zu Ihren Gefühlen. Was ist es für ein Gefühl von eigentlich der eigenen Partei, der SVP, verstoßen zu werden nach so einem Vorfall? Sie haben ja müssen mit dem rechnen eigentlich, wo Sie die Wahl angenommen haben. Aber was ist nachher wirklich bei Ihnen passiert im Herz und von den Emotionen und so? Also ich habe nicht damit gerechnet, mit dem es nachher gekommen ist. Ich glaube, dass auch die paar Monate nachher, also nach dem Ja-Sagen, bis wir rausgeschossen worden sind, Bündner. Das hätte man so nicht vorausgesehen können. Und das, was ich dort erlebt habe, in ein paar Monaten, würde man auch nicht glauben, würde ich niemandem glauben, wenn mir das jemand erzählen würde. Das ist dermaßen jenseits von dem, was man so normal erlebt, dass ich denke, man muss erlebt haben, um es zu verstehen. Im Moment, als ich ja gesagt habe, hat es auch noch nicht so getönt. Also ich bin mit der Parteispitze zusammengesessen an dem Mittwochnachmittag und man hat mir dann gesagt, du kannst entscheiden, wie du willst. Der Sitz wird sowieso wahrscheinlich nicht zu retten sein. Also man ist nicht davon ausgegangen, dass der Herr Blocher am nächsten Tag gewählt würde, sondern dass es dann CVP wäre. Und insofern habe ich mir das so also schon nicht vorgestellt. Und das war eine ganz verrückte, schwierige Zeit gewesen. Ich habe enorm darunter gelitten, bin auch irgendwie, habe mich so eingekapselt, bin nicht mehr mich selber gewesen. Es ist dann so weit gegangen, dass meine Tochter einmal gesagt hat, sie wäre froh, wenn sie wieder ihre Mama hätte, wie vorher auch. Und das ist dann gekommen mit dem Moment, wo wir rausgeworfen worden sind. Dann ist die Situation wie bereinigt gewesen. Und ich habe eigentlich in meinem ganzen Leben nicht mehr gut umgehen können mit irgendwelchen Tatsachen und sehr schlecht mit so Sachen, die nie klar sind. Und was klar war, ist, dass wir nicht mehr dabei sind und wir einen neuen Weg gehen, ist das eigentlich, obwohl es schwierig war und immer noch ist ein schwieriger Weg, ist es aber bereinigt, die Situation war und seitdem geht es mir auch wieder gut. Ja, das ist schön.
Und wie verarbeitet sie persönliche Angriffe, Angriffe, die vielleicht auch nicht gerechtfertigt sind? Wie gehen sie mit dem um, psychisch, dass sie da, das nicht allzu persönlich nehmen? Wie können sie sich da abschotten? Also es gibt zwei Sorten von Angriffen, persönliche. Es gibt Angriffe von Leuten, die sie gar nichts anderes erwarten. Die treffen mich nicht. Also da wäre ich wahrscheinlich überrascht, wenn mal etwas anderes käme. Oder? Also die immer voll Rohr einfach gegen Personen spielen, das ist so. Jetzt von Leuten, die ich sehr gut mag, die ich auch persönlich mit ihnen zu tun habe und die ich auch etwas anderes erwarte, wäre ich schockiert und würde mich das auch wahnsinnig stark treffen. Aber es ist, im Moment ist es wirklich so, dass die Angriffe von dieser Seite kommen, wo ich einfach jetzt mich daran gewöhnt habe, dass es so ist. Und wie gehen Sie mit dieser Last oder dem Privileg um, dürfen zu entscheiden oder eben im Fall von Ihrer Wahl müssen zu entscheiden, ob Sie annehmen oder nicht? Also das war enorm schwierig dort. Und der Erwartungsdruck war halt auch sehr gross, vor allem in der SVP von den Liberalen, die jetzt BDP sind oder einfach nie mehr dabei sind. Wir haben gemeint, wir können ein bisschen die Partei ein bisschen noch in eine liberalere Richtung bewegen durch das. Es ist nicht gegangen. Der Entscheid, der ist sehr schwer gewesen, aber ich habe ihn getroffen mit meiner Familie zusammen und dann ist es auch gut gewesen. Das ist lässig. Jetzt wäre so ein bisschen der persönliche Teil abgeschlossen. Wir kommen ein bisschen mehr zum Politischen. Und zwar einfach mal so eine Frage. Was ist so der stärkste Unterschied zwischen der BDP und der SVP? Sie gehen ja eher beide in die rechte Richtung. Und könnte man eigentlich sagen, dass die BDP vor allem auch Anliegen von der SVP aufnimmt, aber die einigermaßen akzeptabel ausdrückt und das nicht so auf eine ja, recht herbe Art, wie das die SVP manchmal macht, sagt? Also das gilt für bestimmte Bereiche, aber es gilt natürlich nicht überall. Also die BDP hat bestimmte Politikbereiche, die wir uns klar von der SVP unterscheiden. Also ich kann Ihnen zwei, drei sagen, das ist sie. Wir sind zum Beispiel im ganzen Energiebereich, wir sind stark für erneuerbare Energie, also Wasser, Sonne, einfach alles, was man kann, könnte ersetzen, wo man Kernkraft ersetzen könnte, ohne die Kernkraft zu verurteilen. Solange wir sie brauchen, brauchen wir sie, aber wir probieren auf die Schiene, in erneuerbare grüne Energie auszugehen. Oder wir sind im ganzen Familiengesellschaftsbereich klar dafür, dass man außerfamiliäre Kinderbetreuungsformen hat, dass man das fördert, dass man den Frauen die Möglichkeit gibt, denen, die das wollen und wo die Familie das für sich als richtig anschaut, eben auch ihren Beruf weiter auszuüben. Wir unterstützen diese Entwicklungen, auch Patchwork-Familien. Das ist im klaren Gegensatz zu der SVP. Wir sind auch klar der Meinung, immer gsi, auch als wir noch in der anderen Partei drin waren, dass der UNO-Beitritt richtig ist. Wir sind klar der Meinung, dass Freizügigkeit wichtig ist, auch für unsere jungen Leute. Oder? Es geht auch darum, dass die Jungen nach aussen können. Das sind nicht nur die, die reinkommen. Also ich habe das bei meinen eigenen drei Kindern gesehen. Das ist auch wichtig, dass man den Austausch macht, dass man mal sieht, wie andere leben, dass man dort sein kann, auch mal für längere Zeit. Wir sind auch im Gegensatz zu der SVP für Auslandeinsätze von der Armee, zur Friedensförderung. Also es sind schon auch thematische Sachen, die wir anders sehen. Oder? Das ist ja so. Also Sie haben vorher gesagt, alle Schüler sind gleich, also werden gleich behandelt. Und was ist mit denen, die ein Kopftuch tragen? Also die tun sich ja dann, das ist ja dann nicht gleich. Also und auch wegen dem Schwimmen, die müssen ja... Fall, dass alle schwimmen müssen. Ja. Beim Kopftuch wird das, oder, also es ist auch beim Schwimmen natürlich eine Sache von der Schulpflege letztendlich, von der Gemeinde. Die Gemeinde entscheidet das. Aber für mich ist die Diskussion schon unerträglich, weil ich finde, ein Kind, das in eine normale Primarschule geht, soll auch die Möglichkeit haben. Es geht ja nicht darum, dass man es verpflichtet, sondern aus Optik vom Kind muss es auch die Chance haben, mit den anderen zusammen etwas lernen und die Gemeinschaftserlebnis auch einmal Lager zu haben. Es soll jedes Kind Recht und Pflichten haben wie ein anderes auch. Beim Kopftuch wird es auch Gemeinde letztendlich entscheiden. Dort kommt dann einfach die Diskussion, sagt man dann jedem, er muss seine Kopfbedeckung wegnehmen, also auch die Buben mit ihren Hüten und einfach alle. Oder dort fängt dann die Diskussion an. Ist es jetzt ein religiöser Ausdruck oder ist es irgendeine Modeerscheinung oder ein Spleen, den einer hat?
Und dort muss wahrscheinlich die Gemeinde auch den Weg finden und sagen, entweder alle oder niemand oder irgend in dieser Form. Nein, Können Sie uns schnell kurz und prägnant die wichtigsten Unterschiede in der Migrationspolitik nochmal erläutern im Gegensatz zu der SVP? Also wir geben im Bereich Migration, Integration, wir geben viel mehr Wert auf die Integration an, weil wir einfach sagen, es ist ein Fakt, dass wir so und so viele ausländische Wohnbevölkerung da haben, jetzt gerade auch mit der Personenfreizügigkeit, es ist wichtig, dass man die integriert. Im Asylbereich haben wir uns jetzt sehr stark bemüht, schnellere Verfahren zu machen, als was vorher war, konsequenter zurückweisen und umgekehrt, aber auch die Leute, die wir wissen, sie bleiben dann da auch schneller zu integrieren, probieren, vor allem auch Kinder, oder dass man sagt, in die Schule und probieren, die mitzunehmen. Wenn die nicht mehr zurückgehen, keine Chance haben, dann ist es auch so. Das sind eigentlich die wesentlichen Gesetze, sind immer noch die gleichen. Also das ist eine Frage, wie man sie ausleitet und wie man sie umsetzt. Sie als Ministerin vom Polizeidepartement und Justizdepartement, was haben Sie für besondere Anliegen in der Sicherheitspolitik? Ich bin der Meinung, dass die Möglichkeiten, die man hat im Bereich von Strafen und Massnahmen, dass man die auch konsequent umsetzen muss. Wir haben festgestellt, vielleicht kann man es am besten so sagen, wir haben ein Strafgesetz, das relativ harte Strafen vorgesehen in gewissen Bereichen. Wir haben jetzt festgestellt bei einer Untersuchung, dass das Gericht in ganz wenigen Fällen wirklich den Strafrahmen ausschöpfen. Und daneben hören wir schon, man muss alles verschärfen, man muss mehr. Und ich sage, wir tun doch wenigstens einmal das ausschöpfen, was wir haben. Wir haben einen Haufen Probleme schon gelöst. Also konsequente Umsetzung von den Möglichkeiten, die man hat, klar auch bestrafen. Also nicht nur probieren, präventiv und nachher auch wieder mit Massnahmen, sondern auch Strafen. Aber gleichzeitig natürlich auch Massnahmen vorgesehen, um jemanden wieder zu integrieren. Also ich habe heute in meinem Vortrag gesagt, ich bin schon sehr oft mit jugendlichen Straftätern zusammen gewesen, auch mit Kindern, die Straftäter sind. Die muss man ja auch bestrafen. Aber das Bestrafen allein langt nicht. Wenn die nachher aus ihrer Anstalt rauskommen, müssen sie auch wieder den Weg finden, um in die Gesellschaft zurückzugehen, weil sonst haben wir zwei Jahre später wieder das Gleiche. Oder? Also, es ist immer so ein Miteinander. Wirklich klar bestrafen, aber wirklich klar auch helfen, den Weg nachher wieder zu finden. Und was denken Sie, was wird mit der BDP weiter passieren in der nächsten Zeit? Sehen Sie da irgendeine Tendenz? Wie weit wir jetzt vorwärts kommen, das werden wir sehen. Man muss auch Geduld haben. Oder? Also man kann nicht, wir sind jetzt im November 2008, haben wir uns gegründet. Das kann man nicht erwarten, dass wir jetzt schon überall mit vollen Nationalratslisten kommen können. Oder? Aber ich denke, es sind sehr, sehr viele motivierte Leute und das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen sie sehr breit abstützen, nicht einfach an einer Person aufhängen. Darum bin ich nur ein Teil von dem ganzen Rädli-Spiel, aber will mein Rädli-Teil mittragen oder? Und machen das auch. Wie würde Ihr Leben aussehen nach einer eventuellen Abwahl aus dem Bundesrat? Also das private Leben gleich wie jetzt auch. Und das berufliche Leben wäre sicher auch spannend, auch wenn ich nicht im Bundesrat wäre. Wobei, man hat die Aufgabe gerne, es ist wirklich ein schöner Job, aber es gibt auch neben dem Bundesratsjob noch viele interessante Jobs und ich habe eine gute Ausbildung, wo ich jederzeit wieder die Möglichkeit habe, zurückzukommen. Dann noch zwei kurze Fragen zum Schluss. Was ist der Hauptgrund gegen EU-Beitritt? Wir müssen im Moment viel zu viel von unseren Strukturen aufgeben. Also wir haben ein föderales Staatsgebiet, also mit Gemeinden, Kanton, Bund, wo die beiden ersten Ebenen viel Kompetenz haben. Das wäre nicht möglich bei einem EU-Beitritt. Und wir müssen auch die direkte Demokratie aufgeben. Und mit um die direkte Demokratie, wie wir haben, ist eine von der ganz guten Staatsformen. Und an der hänge ich sehr stark. Und ich denke, das muss auch so sein. Wenn sich die EU entwickelt, und das ist jetzt, sieht man in gewissen Bereichen auch so in einer Richtung von einer EU von der Regionen, also eine Regionalisierung, dann stellen sich vielleicht dann in 10 oder 20 Jahren andere Fragen. Und dann kann man die Frage durchaus dann auch prüfen. Und zum Schluss noch eine Frauenfrage auf der BDP. Nein. BDP setzt sich auch dafür ein, dass Frauen und Männer gleich viel verdienen. Was denken Sie denn, ist der Hinderungsgrund, dass es das nicht effektiv eine Tatsache ist?
Ja, das ist eine gute Frage, weil über das reden wir ja auch schon seit 20 oder 30 Jahren und sind noch nicht viel weiter. Oder? Das heisst, man ist zum Teil schon weiter. Also bei der öffentlichen Hand ist, ich habe das bei meinem Departement jetzt geschaut und auch sehr viel Wert darauf gelegt. Wir können jetzt, glaube ich, sagen, wir haben es ausgeglichen. Ja. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn, das gilt. Aber es gibt immer noch sehr, sehr unterschiedliche Voraussetzungen für Frauen. Und ich glaube, da muss man sich halt weiterhin, oder bin überzeugt, da muss man sich weiterhin dafür einsetzen, auch als Frau. Es liegt natürlich auch an uns Frauen, dass wir uns da stark machen und sagen, also, das wollen wir. Es ist ja letztendlich auch im Sinn von den Arbeitgebern und die merken das auch immer mehr. Gerade jetzt, wo Frauen gute Ausbildung haben, immer mehr im Arbeitsmarkt sind. Und ohne Frauen würden auch die Unternehmungen nicht mehr funktionieren. Also können wir jetzt auch unsere Forderungen stellen. Danke vielmals für das Interview. Danke Ihnen.